Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part alle. Von The Last of Us 2. Und wie immer erstmal Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mich wieder mit der Familie und dem Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. Ja, weiß nicht. So, jetzt gucken wir mal, was die Bank für Loot hatte. Wir sind hier in die Bank reingebrochen gestern, haben ein paar Viecher gekillt. Und jetzt gucken wir mal, was es dafür gab. Bisher nicht viel. Ich würde halt gerne einen Molotow-Cocktail wiederherstellen können. Das wäre so viel leichter jetzt gewesen mit einem Moto. Aber ich hatte leider kein Glück. Okay, die Treppe ist... Also wenn die zwei Lappen das jetzt gewesen sind, dann muss ich sagen, das war jetzt eher enttäuschend. Gucken wir mal hier noch schnell rein. Ich glaube, da ist der Tresorraum, oder? Komm, bitte, gib mir was. Gib mir was. Was haben wir hier? Ah, super. Ah! Ein Safe. Ich glaube, diese Schutzwesten-Typen wollten die Bank ausrauben. Oh, Tresor 60, 23, 06. Wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja. Ich liebe diesen Film. Cool, dann damit haben wir einen Safe. Da bin ich jetzt gespannt. Okay, das ist das hier wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir in den Schließfächern noch irgendwas lüten können. Schaut aber nicht so aus. Njat. Okay, dann gucken wir mal, auf dem Tisch in der Mitte war nichts, oder? Nö. Okay, wie war da die Kombi? 60. 602, 306. Na bitte. So. Jetzt komm schon. Zack. Dann irgendwas mit 20. 23. Und 06 müsste es sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jetzt komm schon. Zack. So. Hoffentlich keine Zombies drin. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh. Lecker. Danke, Mann. Eine Pumpgun. Nice. Okay. Bank hat sich rentiert. Ey, da war doch noch was. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann, früher in der alten Welt, wären wir reich. Diese Scheiße, ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schief gelaufen ist. Ich habe eine von Kyle weggezerrt. Der hätte mir fast den Arm abgebissen. Und dann habe ich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Okay. Alles. Ey, warte mal. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Ich kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. Glaube, da stand noch was. Brief des Bankräubers. Da konnte ich noch drehen, oder? Ja, da ging noch was. Ich fühle mich gerade echt komisch, schwitze wie ein Schwein, Arme ganz rot und schwarz. Wo sie mich gebissen haben, kann ich klar denken, oh scheiße, passiert das so? Werde ich zu einer von ihnen, scheiß drauf, wenn ich drauf gehe, dann wie ein echter Mann. Okay, ich glaube, der hat sich erschossen. Wahrscheinlich mit der Schrotze, oder? Hast du noch Gesicht? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt gucken wir mal,
Die ganze Kohle, die wäre jetzt schon eine feine Sache. Die würde ich jetzt schon sehr gerne haben. Was haben wir hier noch drin? Hey, nice. Ein Ring. Cool. geil. Na, wer von euch versteht? Hat Nathan Drake seinen Ring hier. Sic Parvis Magna. Hat Nathan Drake hier so seinen Ring aufbewahrt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Coole Uncharted-Referenz. Find ich cool. Was haben wir hier noch drin? Nichts. Warum sollte ich auch belohnt werden? Ja gut, ich glaube, das war's im Tresor. Ich meine, wir haben eine geile Gnade gekriegt, Leute. Also da kann man jetzt nichts sagen. Können wir mal ausprobieren. Die Frage ist halt, wie die Munition dafür. Verteilt ist. Wahrscheinlich werde ich niemals dafür Munition finden. Und hier, glaube ich, haben wir jetzt dann alles gelootet. Ach, komm schon. Wo kommen die denn auf einmal her? Ernsthaft, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ah. Okay. Ernsthaft, wo kommen die denn jetzt nochmal her? Ich dachte, wir hätten die Scheiße hier gesäubert und dann kommen auf einmal nochmal welche. Okay, was schreibt sie in die Karte rein? Ah, Quatsch. Okay, damit ist die Bank auf jeden Fall clear. Alles klar. Hat sich definitiv rentiert, Leute. Da braucht man nicht rumlabern. Das hat sich definitiv rentiert. Gut, ich denke mal raus, wie es reinging. Hey, ist noch wie früher wäre. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Farm? Aber du kannst jetzt deine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Das Problem ist, sie denkt halt, wie eine Überlebende. Und nicht wie ein... Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, suchen wir das Benzin. Nicht wie ein Teenie im Alter oder... Ein junger Erwachsener, keine Ahnung. Okay, in die Kuppel mag ich noch nicht rein. Da jetzt gerade noch keinen Bock. Ich mag mich hier noch ein bisschen umgucken. Aber wie gesagt, dieses Semi-Open World, das will ich mir auf jeden Fall, das will ich mir gönnen. Hier was? Was haben wir denn hier gemacht? Also voll durchlöchert, Leute. Aber das ist echt hinüber. Alter Schwede. Heftige Scheiße. Hier geht aber nichts. Also ein richtiges Bonnie und Clyde-Ding, oder? Jetzt schauen wir mal den... Schade, dass man diese Militärfahrzeuge halt nicht auch so ein bisschen plündern kann. Was ist das hier? Faschist? Sie hat irgendwas auf die Karte gemacht. Okay, da ist ein Fragezeichen jetzt drauf. Ja, das können wir ja gleich auflösen, oder? Auch total durchlöchert. Wow. Oh. Dieser Kerl war ein Offizier.
Unterwegs in einem Truck mit Ration? Hm. Vielleicht wollte er sich verstecken? Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Hat nicht funktioniert, das Verstecken. Okay, was haben wir hier? Lesen. Es ist alles vorbei. Wir werden warten. Vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abfangen und der Fedra-Offizier gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen hast und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen, deine Loyalität gegenüber unserer Sache zu schätzen. Isaac, okay, ein Verräter. Alles klar. Das ist es halt. In der Welt weiß man halt auch nie, wer ist ein Verräter, wem kann man trauen. Dem konnte man wohl nicht trauen. Okay, ich vermute jetzt einfach mal, dass es durchgestrichen hat. Oder? Ja, hat sie durchgestrichen. Aber ich glaube, es gibt hier schon noch gut was zu entdecken. So, jetzt schon mal hier hoch. Mal hier so längs. Ne, dahinter komme ich aber glaube ich nicht. Das wird mich schon triggern. Oh, schaut schlecht aus. Okay, da müssen wir tatsächlich... Ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Wow. Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Oh, ja. Gute Arbeit, du Detektivin. Ja. Zeig mir das auf der Karte ein. Schauen wir mal auch kurz auf die Karte nochmal. So. Okay, da ist das. Da ist das Gericht. Da ist nur die Frage. Wie kommen wir da rein? Kann ich hier meine Karte irgendwie updaten mit dem Ding hier? Nee. Hätte ja sein können. Was ist das hier? Flavors. Fall in love with flavors. Okay. Wie komme ich in das Gericht rein? Ich gehe jetzt mal ein bisschen zu Fuß. Aber wenig Infizierte hier so im offenen Gelände. Da hieß es ja beim Gericht im Parkplatz, oder? Parkplatz vom Gericht. Okay, da geht's hier rein, alles klar. Ich mag mich noch so ein bisschen umgucken. Ich höre es. Infizierte. Das kommt aus dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig übel, oder? Zumindest sind wir bereit. Na, ich weiß nicht. Bereit würde ich mich jetzt nicht unbedingt klassifizieren. Was haben wir hier drin? Stimmt, ich habe ja Joels Revolver ja dabei. Ich weiß noch nicht, welcher stärker ist. Nein. Komm. Jetzt kommen wir aus diesem Tutorial, glaube ich, nicht mehr raus. Schau mal hier drüben noch hin. Hey, da unten sind ein paar... Okay, da geht's rein. Was ist das dann da vorne gewesen? Gibt's da mehrere Eingänge? Sollen wir da jetzt echt reingehen? Er hilft ja fast nichts, ne? Schauen wir mal. Na geil. Das ist doch nicht nur der eine, oder? Okay, ist auf jeden Fall ein Klicker. Hm, nice. Okay, da hinten sind noch mehr. Auf dem Flur? Das Problem ist... Okay, da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Die Klicker an und für sich sind ja nicht so das Problem.
Die Klicker sind erst ein Problem, wenn... wenn die Scheiße richtig losgeht und sie wissen, wohin. Solange man Stealth ist, würde ich sagen, ist eigentlich alles gut. Okay, irgendwo ist auch noch mal ein Klicker. Okay, da ist noch mal ein Klicker, sehe ich gerade. Aha. Schauen wir mal, ob ich den Klicker wegkriege. Und Klicker down. Das geht ja. Also bisher gemütlich. Okay, da ist... da ist irgendein Dude auf jeden Fall. Oder eine Duterella. Ist aber nicht die letzte, oder? Ne, ich höre noch jemanden. Da rechts sehe ich definitiv noch jemand. Ja, da hinten ist noch einer. Ja, einer ist auf jeden Fall noch da. Ich hätte mich fast gesehen. Ist der einzige noch oder hat die noch Freunde? Und weg mit dir. Ja, lief doch eigentlich ganz, ganz smooth. Ich bin zufrieden. Okay, da ist irgendwas voll. Das heißt, wir müssen was craften. Was ist das? Ich glaube schon. Ich kann nichts craften. Suchen wir das Benzin. Ja. Wie es wohl war, geschworener zu sein. Bestimmt cool. Du setzt dich hin. Schließt dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ey, kein Alkohol. Dass ich nirgends Alk finde. Das gibt's doch nicht. Okay, da ist irgendwas. Oh, Pillen. Und Alkohol. Endlich. Aber ich glaube nicht genug, dass ich craften kann, oder? Eine ganze Flasche. Habe ich nicht. Oh. Aber ich mag mich jetzt noch schnell umschauen. Vielleicht hier irgendwo noch so ein bisschen Alkohol. Irgendjemand, komm schon. Vor Gericht wird doch irgendjemand ein bisschen Schnaps dabei gehabt haben. Ne, schaut tatsächlich nach ziemlich schnapsfreier Zone aus. Ein Kerl, der ein bisschen Munition hatte. Eine Flasche. Aber ohne Inhalt. Aber ernsthaft, wo wäre es denn da reingegangen? Wir hätten ja da eine Türe gesehen. Oder wäre die einfach nicht aufgegangen. Das kann natürlich auch sein. Aber hier ist auch kein Boost. Nirgends. Nö. Ja geil, Lappen ohne Ende. Kein Problem. Schnaps? Eher schon ein Problem. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Ey, habe ich echt keinen Schnaps, Leute. Oh, so eine Kacke. Aber gut, meine Freunde, wir sind am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer,
Abonniere meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.